Mein Name ist Christoph Lehrmeier und ich bin der Chefredakteur des Alle Welt Magazins beim ICO. Und mir gegenüber sitzt Simon Kupferschmidt, unser Fotograf. Wir beide waren schon an einigen argen Orten, möchte ich sagen. Südsudan, Kobaltminen im Kongo. Aber was wir jetzt erlebt haben auf Madagaskar, ist, glaube ich, an dem, was ja wie arg es war und wie unerwartet, toppt wahrscheinlich alles, oder? Stimme ich dir vollkommen zu. Vor allem die Komponente, dass uns überhaupt nicht gewusst haben, was uns erwartet. Genau, es begann damit, Schwerpunktland, WMS, heuer Madagaskar und für die Allweltsuche natürlich immer Reportagen, die außergewöhnlich sind, die ein bisschen erzählen, was wir als Mission machen, warum es Hilfe braucht. Und in der Recherche bin ich dann gestoßen auf ein Material, von dem ich noch nie gehört habe, aber das auf Madagaskar relativ weit verbreitet ist. Es liegt vor uns. Ja, so schaut das aus. Ist stark glänzend und besteht aus mehreren Schichten, die sich dann relativ einfach abtrennen lassen. Allen Leuten, die ich das in der Familie gezeigt habe, waren da eigentlich schwer beeindruckt, hat noch niemand in dieser Form eigentlich bewusst wahrgenommen oder gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir so war, ja, aber ja, absolut keine Ahnung gehabt und wenn man dann ein bisschen mehr recherchiert, das habe ich dann getan und drauf kommt, wo das überall drin steckt, dann fragt man sich, hey, warum habe ich das eigentlich vorher noch nicht gekannt? Warum kenne ich das nicht? Ja? Und das Ganze heißt Mika, Klima auf Deutsch, und wir sind aufgebrochen zu einer Expedition in illegale Mika-Minen in the middle of nowhere, also wirklich am Ende der Welt. Wir sind da in der Früh weggefahren. 4 in der Früh ist es losgegangen. Quasi in den Sonnenaufgang hinein, ohne zu wissen, ob man da jemals ankommen, muss man wirklich so sagen. Ja, also ich fand auch ganz, was ich auch noch im Kopf habe, ist, wie du damals gesagt hast, ab hier gibt es keinen Empfang mehr. Wenn wir jetzt irgendwie ein Problem haben oder verschwinden, haben wir nicht die Möglichkeit, irgendwo jemanden zu informieren. Also das habe ich auch noch sehr, habe ich noch gut in Erinnerung, wenn du das gesagt hast. Ja, und die Sache war einfach die, dass ich habe dann unserer Kollegin, der Elisabeth, auch den letzten Standort geschickt, weil wir wirklich gedacht haben, okay, aber wenn jetzt auf dieser Reise was passiert, und das dort, was passiert, haben wir auch auf der Route rein gesehen. Umgekippter LKW, der eigentlich das Mika rausholt, der auf einmal von der Straße gerutscht ist. Ja, die Route war ja so, es war ein Wahnsinn, weil wir da auch mit dem Auto wirklich dreimal durch Flüsse oder kleinere Gewässer durch mussten. Und ich habe mir echt zwei oder dreimal habe ich mir gedacht, so, hier ist jetzt Game Over. Aber man muss schon sagen, der Fahrer, den wir da hatten, der hat das dann schon noch immer gut hingekriegt, da jetzt dann noch durch das Gewässer durch und dann diese nicht vorhandenen Straßen, sage ich mal, dann zum Teil wieder rauf. Das war schon sehr spektakulär, auch mal die Anfahrt zu den Minen an sich. Ja, und das Arge ist einfach auch, dass man eigentlich, weil ich habe in der Vorrecherche versucht, so viel wie möglich rauszufinden, ja, und trotzdem, du findest kaum Bilder von diesen Minen. Es war vollkommen unklar, was uns dort erwartet, und selbst auf der Fahrt rein. Also uns hat er begleitet, unser Partner, ein Priester, Pierre Christian. Und selbst der hat im Vorgespräch irgendwie gesagt, ja, warte mal, wir werden schon sehen, wie das wird. Ja. Und bis zum Schluss haben wir eigentlich nicht gewusst, okay, was erwartet uns? Kommen wir überhaupt hin? Schaffen wir die Straße? Weil das waren 6 Stunden Fahrt ins Nirgendwo. Also um 4 in der Früh sind wir gestartet und 6 Stunden am Pickup hinten. Ganz kalt in der Früh, also wirklich kalt. Ich habe 3 Pullover und die Jacke. Man muss dazu sagen, der hat ich vorne gesessen, bin genau. Das besser, bist du hinten auf der Ladefläche. Das haben dann nicht alle Leute hast vorne Platz. Ja, das haben nicht alle Leute vorne Platz gehabt, deswegen mussten wir halt ein paar hinten auf dem Pickup. Ich habe da, mich dazu bereit erklärt und ich habe wirklich alle Schichten angehabt, die ich mit hatte. 2 Pullover, Jacke, und es hat extrem gestaubt. Also ich habe dann immer runtergestiegen bin vom Pickup, also 3-mal draufgeklopft. Das war eine riesen Taubwolke. Das war schon mal die Hinfahrt wirklich sehr spektakulär. Und in der Alle Welt erzähle ich jetzt dann quasi die Geschichte, was wir dort erlebt haben, diese Ausbeutung. Menschen, absolut am Ende der Welt, ohne jede Hilfe, du bist ohne sauberes Wasser, du hast da nichts zum Essen, die einzigen Nahrungsmittel kommen so rein. Und ich fand ja schon mal die Ankunft auch sehr spektakulär, weil dieses Material liegt dort überall rum. Und wie es dort geglitzert hat, also die Sonne hatte dann extrem stark geschienen, also untertags war es sehr heiß wieder. Und dieses Glitzern von dem Mika dort in den Bereichen, wo das geschürftet, das war auch eine Szene, die sich bei mir stark im Kopf irgendwie eingebrannt hat. Ja, du sprichst es eh schon an und ich glaube, das ist ja auch dann, wenn man vorher gesagt hat, wo ist es überall? Ja, dieses Glitzern, in der Alle Welt würde man es dann ausführlich lesen, aber zum Beispiel Lipgloss, Lippenstift, Zahnpasta,
aber auch Adapter, Lacke von Autos, von U-Bahnen, von Flugzeugen. Also Mika ist wirklich überall, ohne dass man es kennt. Und die Sache ist dann die, dass wir da drin waren und dieser Pierre Christian, unser Partner, der am Anfang haben wir gedacht, boah, was ist das für ein Mann? Ja, der ist mit seinem Motorrad gekommen und alles war irgendwie, ich war mir nicht sicher bis zum Ende, ob wir überhaupt da ankommen oder ob es das überhaupt so gibt. Ja. Und dort war er auf einmal in seinem Element. Er hat gewusst, die Leute, das ist deren Rettungsanker. Das ist derjenige, der sich da rausholt. Ja. Und das war dann so die Erkenntnis dort vor Ort, wo man dann sagt, okay, hey, das ist das Projekt, weil auch für den Weltmissionssonntag. Weil du weißt es ja nicht, wir haben viele Projekte, wir haben einiges gesehen auf Madagaskar, aber da war mir dann in dem Moment klar, hey, also da, wenn man das nicht, diese Ausweglosigkeit, wenn man da nicht hilft, ja, wo soll man sonst helfen? Gut, aber du musst halt auch wirklich sagen, dass dort in dieser Eppe oder wo diese illegalen Minen sich halt befinden, ist ja wirklich nichts. Also du fährst 6 Stunden, bis du in den nächsten Ort bist. Die Menschen leben dort von der Minenarbeit und nur über Lebensmittel, die von den LKWs, die eigentlich das Mika abholen, hingebracht werden und dort überteuert verkauft werden, haben sie ihre Lebensgrundlage und kein Trinkwasser, keine Schulbildung, keine medizinische Versorgung. Also sie arbeiten jeden Tag in der Mine, inklusive schon der kleinen Kinder, die einfach dort auch keine andere Option haben. Also es ist wirklich eine komplett trostlose, kann man sich gar nicht vorstellen in der westlichen Welt, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, und das soll sich jetzt ändern. Also das soll sich jetzt ändern und deswegen sitzen wir auch hier, Weltmissionssonntag. Und da fand ich aber auch wieder sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen, durch diese Interviews, die du auch geführt hast, hat sich auch klar herauskristallisiert, was die Menschen denn dort eigentlich für Bedürfnisse haben und was sie sich denn wünschen würden. Also Thema Schulbildung oder auch medizinische Versorgung. Und das finde ich dann immer ganz toll, wenn man auch dort anknüpfen kann an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Auch eine ganz großartige Angelegenheit, ja. Die ganze Geschichte gibt es in der aller Welt mit deinen Fotos und auch der Motivation, warum sie den Weltmissionssonntag auszahlt. Testen Sie jetzt die alle Welt kostenlos. Infos unter missio.at Abo.